Hallo zusammen, Salve a tutti. Es wird mal wieder Zeit fürs Gold. Wir haben den 30. April, Dienstag, und zwar 6.31 Uhr. Mir gefällt das Gold nicht so sehr. Vor euch seht ihr den Monatschart. Und diese Kerze ist im Moment ein Shootingstar. Wir haben in der Vergangenheit, in der kürzeren Vergangenheit, einige solcher Kerzen gehabt. Hier zum Beispiel war es ein Doji, kam dann sofort ein kleiner Abverkauf. Hier war es auch ein Shootingstar, kam ein kleiner Abverkauf. Nochmal, das sind Monatskerzen, ja, das hat also hier dann Monate gedauert. Das gefällt mir nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich überhaupt nicht gut. Nur wenn wir heute, also am Dienstag, irgendwo hier oben schließen, so bei 2370 oder sowas, würde das negiert werden. Wir sind zwar noch positiv über das Monatshimmer CD, wir gelten als heftigst überkauft über den Oszillator. Aber rein von der Kerze hier, die ich hier sehe, und ich vergleiche das hier, mir war auch noch so ein Doji, habe ich eben gar nicht gesehen, das gefällt mir nicht. Das finde ich, sagen wir mal so, ich möchte jetzt nicht davon ausgehen, dass wir jetzt irgendwo hier runtergehen auf die 1600, das ist nicht der Fall, aber dass wir hier so eine Art, sagen wir mal, Bremse im Chart haben, so würde ich es mal formulieren. Gucken wir mal, was die Woche bietet. Ist nicht viel schöner. Wir haben hier das letzte Mal mit der 200-Wochen-Linie einen Kontakt gehabt. Das war am 2.10.23. Hier, das ist ein sogenannter Inverted Umbrella Doji, kam auch erstmal ein bisschen Druck drauf. Nicht viel, noch nicht viel. Ja. Aber der gibt mir auch gleichzeitig den Stop vor. Weil ich werde euch auch gleich Putz nennen, die sind höher als diese 2433. Und mir gefällt es hier nicht. Hier wird es auch weich. Hier geht es schon lang, kurz, kurz. Aber die Woche ist noch nicht fertig. Wird es auch eher weich. Nochmal, das sieht so aus, als ob das Gold jetzt mal kurzfristig, damit meine ich mal so 2-3 Monate, seine Schuldigkeit getan hat. Und vom Wochenchart her, dass wir irgendwo auf dieses Niveau hier gehen können. Wann war denn das? 7.3.22, ja, hier so da drauf, eine 2100, dass man ein bisschen nachgibt. Das wäre nicht viel, das Gold ist super gelaufen, es darf korrigieren. Legen wir mal die Wochenfibos an, sind das für mich jetzt auch mal. So. Das würde passen mit dem 50er Retracement hier. Um die 20-Wochen-Linie vom Chart her, so 2120 bis 2100, ist das auf jeden Fall ein sehr guter Support. So möchte ich es mal formulieren. Das untere Wochenband, ich nehme das hier mal raus, damit wir da nicht mehr drauf schauen müssen, das knickt auch ein, knickt nach oben ein. Das ist der Bewegung entgegengesetzte Band. Auch das deutet darauf hin, dass das Momentum von dieser Bewegung jetzt erstmal erlahmt, erschlafft. Gucken wir auf den Tag. Ja, habe ich gedacht. Wir handeln jetzt hier seit 5 Tagen an oder um die 20-Tage-Linie herum. Die Bänder werden enger. Da steht eine größere Bewegung bevor. Wir sind jetzt allerdings hier über das MACD auf Tagessicht und auch über die Stochastik leicht positiv. Ich kann mir Folgendes vorstellen, dass wir bis Freitag einschließlich nochmal den Weg ein bisschen nach oben suchen. So um die 2380, im Extremfall sogar eine 2400. Das ist möglich. Aber dann ist das hier hoch und das hier ist dann auch ausgenutzt. Und ich glaube, dass wir dann eher eine Talfahrt machen. Also ganz kurzfristig, auf Wochensicht, nochmal ein bisschen positiver. Aber dann auf längere Sicht, Ende Mai, Ende Juni, eher so den Bereich so um die 2,1 hier unten. Das passt hier auch ganz gut, 2,145. Also das Gold müsste jetzt mal atmen, so möchte ich das formulieren. Meine Analyse ist Makulatur, wenn wir hier drüber gehen, über die 2432 und schließen. Dann ist das Mist, was ich erzähle. Auf der anderen Seite habe ich hier noch einen anderen Make-or-Breakpoint, der einen Einstieg in einen Put noch vereinfacht, 2291. Ich habe euch folgende Scheine mitgebracht. Und zwar sind die von der UBS. Schönen Schein im Gold. Das eine, der erste ist ein Call, 2126. Da sind wir ungefähr da, von dem, der ist vielleicht zu knapp. Also es ist kein Kauf für jetzt. Ich werde Calls im Gold kaufen, wenn wir hier drüber gehen, über die 2433. Und da werde ich eine Basis suchen, die relativ knapp hier unter ist. Sagen wir mal eine 2280, sowas in der Art. Dann werde ich den gehen. Der ist für den Fall 226, wenn wir jetzt hier mal deutlicher nachgeben. Da muss man ganz genau schauen,
wo das dann hier unten hält. Die 2,150 bietet ja auch einen Support. Im Moment ein 11er Hebel, der ist dann höher. Als Put, da gehe ich relativ nah dran. Da gucke ich mir jetzt heute am Dienstag und morgen nochmal an. Aber ich habe eine 2521er gewählt. Da sind wir also deutlich dahinter. Den werde ich allerdings schließen, wenn, das hier ist das Hoch, wo jetzt die Maus ist, bei 2433. Wenn wir 2460,70 haben, muss ich den schließen. Das ist also dann, das wäre dann der Stop. Aber wenn ich mich heute hier und jetzt entscheiden muss, nehme ich den Put. Ich denke, das Gold hat eine Pause verdient und das ist auch okay so. Es ist genug gelaufen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.